Freihandelsabkommen. Mit Kanada schon fast ausverhandelt, mit den USA noch mitten in den Verhandlungen. Dokumente liegen keine vor, weil sie geheim sind, außer sie werden irgendwo veröffentlicht und geleakt. Was wird das Ergebnis sein dieser Verhandlungsrunden? Das kennen wir nicht, wir können es nur vermuten. Und die Tatsache, dass die Verhandlungen geheim geführt werden, wo nicht einmal das Parlament mitreden darf, lässt ja die ärgsten Befürchtungen aufkommen. Ich vermute, dass die ganzen Standards, die wir in Europa mühsam im Lebensmittelrecht erkämpft haben, die gesamten Gesundheitsstandards, insbesondere auch was gentechnisch veränderte Lebensmittel anlangt, dass die alle kippen werden. Dass man hier den amerikanischen Produkten, die ganz andere, viel niedrigere Standards haben, den vollen Markt öffnet, ohne dass wir sozusagen nennenswerte Vorteile davon haben. Und was mich am meisten empört, ist, dass man sogar noch die Rechtsordnung ändert, indem man in Zukunft es großen Konzernen ermöglicht, ganze Staaten klagen zu können über Schiedsgerichtsverfahren, die da vorgesehen sind, während man bisher immer noch sozusagen den Sitzstaat bemühen musste, gegen den anderen Staat ein Verfahren in Gang zu setzen, sodass man das Ganze auf der diplomatischen Ebene und auf der völkerrechtlichen Ebene hatte. Das wollen sie jetzt unterlaufen mit diesem Freihandelsabkommen. So kann in Zukunft jeder Konzern einen kleinen Staat wie Österreich ohne weiteres niederklagen und man kann sich dann vorstellen, was da herauskommt. Werden Sie dem TTIP, wie es genannt wird, zustimmen oder wenn Sie Nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Also nach allem, was ich bisher weiß, kann ich mir das nicht vorstellen, dass ich dort jemals eine Zustimmung geben werde. Erwarten Sie keine Verbesserung oder Expansionsmöglichkeiten für österreichische Unternehmen in den USA? Keine, die wir nicht ohnehin schon hätten. Also ich glaube nicht, dass wir aufgrund des Freihandelsabkommens überhaupt einen nennenswerten Vorteil hätten. Das sagen übrigens auch internationale Wirtschaftsforscher, dass die angeblichen errechneten Vorteile sich sogar im Bereich der statistischen Schwankungsbreite bewegen. Das heißt also, keiner ist in der Lage, auch nur rechnerisch darzulegen, welchen Vorteil Europa aus diesem Freihandelsabkommen mit den Amerikanern hätte. Professor Felbermayr spricht ja von 0,05% Wirtschaftswachstum jährlich. Das ist statistische Schwankungsbreite. Das kann durch ein eigenes, durch ein größeres Klimaereignis genauso ausgelöst werden, in die eine wie in die andere Richtung. Also das ist statistische Schwankungsbreite, die nicht einmal ins Gewicht fällt.